Leute, willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Endlich geht es weiter. Die Leiter ist beim Aufstieg gebrochen, man kann sie nicht mehr zurückklettern. Will ich tatsächlich auch gar nicht. Falls ihr mich den letzten Part verpasst habt, oh Junge, habt ihr aber viel verpasst. Denn das war verdammt amazing. Nee, es scheint nur das mit der Maschine nicht zu stimmen. 9. August 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Kann man den hier? Funktioniert nicht, okay. Dann müssen wir woanders lang. Und später hier lang. Wird sich nicht. Aha. Hier geht's auch nicht lang. Das ist ja toll. Hallo. Nicht dazu. Muss wohl hier lang gehen. Alter, geht das hier tief. Alexander? Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Herr Gripper, haben wir schon öfters. Auch in den Briefen. Jemand. Oh. Help me. Who's the switch? Next to me. Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. Whom are you? Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel?
You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say? You hurry too much. Alexander is toothless without an arm. He has one. That's not very promising at all. The sector is basically impenetrable. But guess why? It could be breached by another. But Alexander broke his, I mean, my arm, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken arm and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Es wird eine Kugel benötigt, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in Folterräumen verteilt. Ja. Was ist das hier? But if you find anything concerning a man named Johann Weil, would you please bring it to him? I believe he was working on a way to help him. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Der Körper, der sterbende Mann sucht eine Notiz von einem Mann namens Johann Weil. What level? Oh, that one. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Kann ich da hoch? Warte, hier kann ich was machen. Ah, Mann. Ach, da, ja. Baron Alexander has sustained my soul in this dead house for years. Who knows how many? Hundreds, I presume. Jetzt kann ich auch wieder nach oben und die Hebel aktivieren, ne? Ja. Dann können wir nämlich in die zwei Räume reingehen. Es gibt tatsächlich eigentlich noch einen dritten, aber da müssen wir, glaube ich, erst gegen Ende hin. Ja, man kann auch jetzt schon hin, aber ich glaube, das mache ich nicht. Dann gehe ich da auch erst am Ende hin. Oder wenn wir hier zumindest fertig sind. Mit den Bruchstücken. Und wir müssen irgendwie noch so ein heiliges Ding dafür machen. Aber ich habe es nie geschafft. Also irgendwas hat mir immer gefehlt. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Muss man mal gucken. Es gibt ja drei verschiedene Endings hier. Ich werde jetzt aber auch nicht drauf reingehen. Nur halt, dass es halt drei verschiedene Endings gibt. Und jetzt hat er eben zu tun, wenn man das hier anfertigt. Also quasi für ihn. Ah. Zunderbüchse. Dann habe ich wahrscheinlich hier noch. Ja. Das hat hervorragend funktioniert. Komm mir jetzt erschrocken. Vor dem Geräusch gerade vor ihm habe ich mich von ihm, also dieser Schock, boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Oh Mann. Da hinten gibt es doch so ein Labor, aber das ist irgendwie zu. Was ist da something else? You got the doors open? Good going. I knew you could do it. Ja. Okay, jetzt haben wir hier drei Türen. Ich glaube, rechts war, glaube ich, schlimm. Links war okay und oben war auch nicht gerade so nett. Hm.
Jetzt weiß ich nicht, wo wir als erstes lang gehen sollten. Ich glaube, wir müssen oben tatsächlich noch nicht lang. Ich glaube, da müssen wir erst lang irgendwie alle Bruchstücke haben. Alexander is quite impressive in many ways, but he has grown impatient. Unschuldig? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Dann gehen wir halt mal hier zum... Weißt du, das Schlimmste machen wir zuerst, oder? Hey! Agrippa beeinflusse Vayr. Vayr verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraue. Mann! Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn er so eine Musik spielt. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an. Und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich irren. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welt. Jahrhunderten? Vayr behauptet, er versuchte sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich musste ihm aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gerne diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl. Aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss eine Befreiung vorbereiten. Vayr sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamter verabreichte. Die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplars finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebig gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Samtaki hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes in diesem Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Wasserbewohnendes Kjorg. Ich muss mit Vayr darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Wir gehen gerade zum Altarraum. Und da müssen wir dann diese Pilze finden. Dann brauchen wir noch irgendwie Blut. Also quasi hier mit dem Glas können wir das wahrscheinlich machen. Und irgendwas mit dem Kjorg. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir brauchen Fleisch. Ich weiß noch nicht, wo wir das herbekommen. Ich glaube, das sind so die Dinger, wo wir brauchen. Dann können wir Agrippa anscheinend befreien. Also, wir haben eine Zunderbüchse, ja, die verschwende ich jetzt nicht. Für einen Raum, wo wir sowieso nicht mehr reingehen. Altarraum Eingang. Die Angst überkam ihn erneut, er griff nochmal nach der leeren Flasche Laudanum. In seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Hier ist aber schön hell. Nachdem die Männer des Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen. Warte, bei der Folter, irgendwas mit der Folter müssen wir da machen, warte. Ist das sie vielleicht? Nee. Ja gut, ist ja auch getrocknet. Zunderbüchse. Nochmal eine Zunderbüchse. So. Gibt ja auch sogar ein Achievement, wenn du alle findest. Und die sind ja echt so böse versteckt manchmal. Aber ich meine, die Achievements sollen richtig bescheuert sein in dem Spiel. Weil ich glaube, du musst es auf normal machen. Wenn du es auf Hard Mode versuchst,
die ganzen Zunderbüchsen zu machen, zu finden, dann funktioniert das nicht. Dann bekomme ich kein Achievement, das soll richtig schlecht funktionieren. So, einen Titel lesen wir gleich. Okay. Oh. 15. August 1839. The Blood Wards are failing. The Shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry. Oh. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Take the man. Cut the lines. Cut the flesh. Watch the blood spill. Let it come. I didn't do anything. Paint the man, cut the lines. Paint the man, cut the lines. Leave the man cries. Now you see. Alter, ist das krank. One life for another. You hear me, guardian of the all? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadows from my domain. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Wo kommt der denn her? Ach, das ist Cher. Altarraum, Haupthalle. Die dicke Flüssigkeit verteilte sich auf seiner Zunge. Er schluckte übermütig, um keinen Tropfen zu verschwenden. Er sah durch das Fenster auf den weiten Wald und die Morgensonne. Wird das alles hier ein Ende haben? Fragte er sich. Ich finde auch diese Bilder immer so scary, ey. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Gerade eben konnte ich nichts. What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours. But now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? Holy shit! It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Naja, Alexander, sei mal ruhig. Alter! Der mich jetzt. Das Gewebe ist ziemlich weich und sollte einfach zu öffnen sein. Geht das? Hat der mich jetzt erschreckt, der Kobold? Ach du Kacke. Ich dachte, der Weg wäre immer sicher gewesen. Ich dachte, solange Alexander redet, kommt das Ding nicht. Alter, das ist da ja einfach im Schatten hoch. Einfach hier rumgelaufen, Junge. Wie scary war das denn? Was bist du? Oh. Der Verräter wusste nicht, was er von den Messingbullen halten sollte. Als er gezwungen wurde, hineinzusteigen, erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie halten in der Messingkammer wieder. Rang bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den bronzenen Bullen brüllen hören. Alter, krank. Stück einer Kugel. Haben wir schon mal das erste Stück. Ich glaube, es gibt 6 Stücke oder so. Hier wurde jemand verbrannt oder was?
Alter! Ich habe mich gerade gefragt, warum ich das anzünden kann. Ach Mann. Jetzt haben wir auf jeden Fall die giftige Drüse. Es dröhnt der Kopf und die Hände zittern. Ich mag das hier nicht. Aber da, wo das Monster gerade war, da war auch noch irgendwas. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Ich glaube, 3 Stücke gibt es hier und 3 da an dem anderen Raum. Und ich weiß, dass der andere Raum sicher war, dass da nichts war. Und hier wusste ich, dass das Ding hier ist, aber ich dachte nicht, dass mich das jetzt so schnell entdeckt. Kann ich nicht theoretisch hier einfach abkürzen und direkt darüber? Das würde theoretisch gehen, oder? Wenn ich hier hochkomme. Oh ja, klappt. Aber warte, ich will hier noch die kurze Zünderbüchse. Kann ich theoretisch hier zum nächsten Ort hingehen? Wie geil. Aber da war jetzt auch kein Blut, ne? Nee. Obwohl, soll ich nochmal nachgucken? Nee, da war glaube ich nichts. Ich glaube, da war das, wenn dann in dem anderen Raum. Aber ich glaube jetzt nicht, dass hier 2 Dinger direkt hier sind. Und glaube ich, weil da im anderen Raum sind nämlich voll viele Foltergeräte. Da ist bestimmt irgendwo Blut. Dahinter gelaufen. Da, wo ich lang muss. Nein! Mich gerade entdeckt. Is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold. The frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Das Blut ist doch auch schon ausgetrocknet, oder? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt mit dem Monster mache. Das ist doch da draußen. Oh nein. Oh, hier ist nochmal so ein Stück. Ich will noch ein Stück und ich weiß noch, wo es ist. Aber ich kenne nicht genau den Weg. Also doch eigentlich schon, aber ich weiß nicht, wo das Monster ist. Das ist das Problem. Das ist nicht gut. Oder ist es hier jetzt weg? Weil ich jetzt hier das Stück nämlich schon habe. Jetzt ist das. Oh Mann! Das Geräusch hat mich jetzt gerade. Ja, das Shimmering Blue Light. Oh Gott. Wo ist es? Ach da.
jetzt der Ausgang hier, ne? Weißt du, was ich jetzt sogar mache? Ich klicke, glaube ich, raus wieder rein. Falls nämlich nicht abspeichert. Du bist zu weit gegangen, der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Öl zu suchen. Jetzt gehen wir wieder rein. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte, war mehr als sein Verstand ertragen konnte. Weil ich hab echt, obwohl, jetzt kann es auch sein, dass das Monster direkt wieder da ist. Das habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Hallo, Laden! Warum lädt das jetzt so lange? Davor ist nicht so lange geladen. So viel Text steht da jetzt auch wieder nicht. Wenn der jetzt das Monster ist, dann habe ich sowas dann verkackt. Eigentlich theoretisch hatte ich eigentlich Glück, dass er mir vorbeigelaufen ist. Jetzt wird wahrscheinlich ist es ja das ganze, ist jetzt der ganze Ort ja wieder neu geladen. Jetzt hoffe ich nicht, dass es wieder da ist. Hätte ich es nämlich jetzt schon schreien gehört. Oder eine Kuh, weil er hat sich echt an wie eine Kuh. Komm, mach zu. Ja, okay, gut, hier brauche ich jetzt nicht wirklich Licht. Wo ist jetzt hier das Stück? Alter! Nicht mal gesehen. Das ist eine eiserne Jungfrau. Gott, leck mich doch am Arsch. Was ist eigentlich mit meinem... Ja, das ist gut. Im Hardmode wäre ich wahrscheinlich jetzt schon längst tot. Und im Hardmode stirbst du nicht, wenn du zu wenig Zeit... Ich stecke im Boden. Jetzt nicht mehr, okay, gut. Hä? Wo ist das Stück? Ach, da. Ah, okay, gut. Wir haben alles, was wir hier haben. Also, was wir holen können, glaube ich. Lass uns hier abhauen. Hoffentlich wird auch nicht dieser Brute kommen. Also, da ist Brute. Das andere Monster ist Grunt. Und das Massamonster heißt Kjorn. Das ist ein ganz netter Name, ne? Ich glaube, es heißt, ich glaube, es wird Kjorn ausgesprochen. Ihr müsst wirklich, wenn ihr Amnesia spielt, müsst ihr das mit zwei Kopfhörern spielen, weil dann hört ihr nämlich auch perfekt, woher die Geräusche kommen. Wenn zum Beispiel jetzt dieses kommen würde von links, dann würde ich es perfekt wissen jetzt schon. Okay, das heißt mein. Das hat halt. Mein Gott, das sind halt so komisch. Das ist halt so ein komisches Geräusch. Dann würde ich halt wenigstens wissen, okay, es kommt von links. Aber wenn du es mit nur einem Kopfhörer spielst, dann ist halt so, dass du die andere Hälfte eigentlich gar nicht hörst. Das ist auch, wenn da jemand spricht und es kommt von rechts, dann hörst du das ja auch nicht. Also tschüss. Er öffnete vorsichtig den Körper des Mannes und dachte sich. Dachte bei sich, so muss sich Vater bei der Arbeit fühlen. Ein Künstler zu sein, der auf ja, eine feinfühlige Arbeit angewiesen ist, macht einen in gewisser Weise stolz. Aber ich bin hier, glaube ich, noch den Part von Amnesia, The Dark Descent. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.